Hallo Leute, ich bin Artemis Benesch und wir werfen heute einen Blick auf meinen Lieblings-Arkwing, den Itzal. Okay, ich setze ja wirklich Hoffnung in den Arkwing und sowohl Odanata als auch Illitron sind an sich keine schlechten Arkwings. Aber auf großen Karten, vor allem bei Abfangmissionen, gibt es oft das Problem, dass man nicht schnell genug dorthin kommt, wo man gebraucht wird. Der Itzal ist schneller, hat mehr Ausdauer und kann dank seiner Fähigkeiten jede Distanz schnell zurücklegen. Ihr bekommt die Blaupausen für den Itzal und seine Komponenten im Tenno-Labor eures Clan-Dojos. Beachtet, dass ihr sowohl für den Bau als auch für die Forschung Tellurium brauchen werdet, eine seltene Ressource, die ihr nur in Arkwing-Missionen bekommt. Alternativ bekommt ihr den Itzal zusammen mit einem Urukin-Reaktor für 325 Platin. Oder ihr nehmt das Itzal Radar Pack für 575 Platin und erhaltet zusätzlich die Centaur und die Flactus zusammen mit Beschleunigern. Die erste Fähigkeit des Itzal ist Blink. Diese Fähigkeit teleportiert euch in die Richtung, in die euer Fadenkreuz zeigt. Dadurch könnt ihr große Distanzen sehr schnell zurücklegen, vorausgesetzt ihr habt genug Energie. Seine zweite Fähigkeit, Penumbra, erzeugt ein Tarnfeld, welches euch unsichtbar macht, solange ihr euch nicht bewegt und Energie besitzt. Beachtet, dass ihr problemlos schießen könnt, ohne die Tarnung aufzugeben, und dass alle Verbündeten in eurer Nähe ebenfalls getarnt werden, solange sie sich nicht bewegen. Dadurch könnt ihr zum Beispiel leicht Verbündete wiederbeleben, ohne selbst beschossen zu werden. Seine dritte Fähigkeit ist kosmischer Zusammenbruch. Der Itzal zieht Feinde und Gegenstände an und verteilt etwas Schaden. Nicht sehr stark, aber sehr gut geeignet, um Gegenstände einzusammeln, weshalb man damit gut Energie und Gesundheit aufladen könnt. Seine vierte Fähigkeit, Jägereskorte, erzeugt einige Drohnen, die Feinde in der Nähe angreifen. Diese sind zwar nicht unbedingt stark, aber auch nicht gerade schlecht, wenn man mal etwas mehr Feuerkraft gebrauchen kann. Ich werde nicht so tun, als wüsste ich viel über Arkwing-Moddung, aber es gibt auch nicht gerade viele Arkwing-Mods, daher rate ich euch einfach das einzubauen, was ihr braucht. Dieser Arkwing profitiert besonders von Hyperion-Triebwerken und ihr solltet auch Verteidigungsmods einbauen, da der Itzal nicht viele Treffer einstecken kann. Wenn ihr es richtig macht, solltet ihr aber auch gar nicht getroffen werden. Wenn die Arkwings nicht eine Art High-Speed-Mode bekommen, wird der Itzal der Arkwing meiner Wahl bleiben. Wenn euch Odanata und Illitron nicht zusagen, rate ich euch irgendwie an den Itzal zu kommen und damit zu spielen. Der Itzal kommt von der Geschwindigkeit her am ehesten an das restliche Spiel heran.